Akt 2, Sternlicht zu Nahe. Abschnitt 10. Okay, der zweite Abschnitt ist wohl etwas länger als der erste. Zwillingsflamme, 8. Astralmond. Dann wirst du nochmal hier würfeln. Oh, eine 20. Net 20. Na dann, fangen wir sofort an. Hey, Wirt. Hallo. Es ist etwas her, dass wir uns gesehen haben. Eine Woche, um genau zu sein. Sag nicht, du hast schon angefangen, mich zu vermissen. Ein wenig. Süß. Ich habe einen Job angenommen, weit draußen in Jiria. Sah ziemlich einfach aus und gut bezahlt wird er auch. Ehrlich gesagt klingt das zu gut, um wahr zu sein. Eigentlich würde ich dir recht geben, aber die Bäuerin, die ihn ausgeschrieben hat, will ihn schnell erledigt sehen und hat daher etwas tief in die Tasche gegriffen. Dann klingt es doch nach schnellem Geld. Ha, schön wär's. Weißt du, ich glaube, ich brauche erst einmal etwas zu trinken. Etwas, das mich wieder schnell und agil macht, wie ich es gewohnt bin. Nach diesem Job fühle ich mich völlig ausgenockt. Unter einer Bedingung, du erzählst mir, was genau passiert ist. Klingt gut. Einverstanden. Gut, schnell und ja, okay. Immer der Fable Drink. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Hast dazu machen. Das so. Hast war die Feder. Ich habe meine Zettelsammlung. Das hin. Schnell und agil. Hier plus, hier zwei Minus, hier. Und ich glaube, das klappt nicht. Ja, es gibt ein Plus bei Charisma. Schade. Machen wir den gewöhnlichen Drink. Muss auch mal sein. Nicht immer, auch wenn ich es gerne mache. Nicht immer sind Infusionen das Beste. Ein schneller Schluck und eine Strecke-Einheit für Anwendung. Hoffentlich schmeckt es dir. Deine Drinks schmecken einfach immer. Das freut mich zu hören. Ich spüre langsam wie ich wieder zu Kräften komme. Meinen Teil der Abmachung habe ich dann damit erfüllt. Jetzt bist du dran. Erzähl mir von deinem neuesten Job. Na gut. Geschäft ist Geschäft. Ich hatte erzählt, dass die Kundin Bäuerin ist, oder? Sie hat eine große Herde Doppelkopfschafe. Einer dieser verdammten Sterne ist mitten auf ihrem Stall gelandet und sie haben es irgendwie geschafft auszubrechen. Sie sind cleverer als ich dachte, muss ich zugeben. Vielleicht weil sie zwei Hörner haben? Gut möglich. Jedenfalls sind sie entkommen, kurz vor ihrer Schnur.
Und natürlich wollte die Bäuerin sie rechtzeitig zum Schultermin zurückhaben. Vor allem, wenn man die Gerüchte bedenkt, die im Moment über Diria die Runde machen, scheint gerade ziemlich gefährlich zu sein. Eine Menge Tiere sind in letzter Zeit tot verschwunden, heißt es. Also haben die Anwohner im Moment ein Auge auf ihre Türen und Zäune. Gerüchtsfreiheit Gefahr. Es hat noch nicht genügend Gerüchte hier. Da wird dann immer kniffliger, es zusammen zu puzzeln. Natürlich wollte die Bäuerin, dass ihre Schafe sicher sind. So hat sie jemanden angehört, um sie zurückzuholen. Das wärst dann wohl du? Offensichtlich. Ich dachte mir, ich bin Monsterjägerin, mit Tieren umgehen ist mein Beruf. Ich würde ja sagen, das musste ihr ja jagen, statt zu hüten. Das war das Problem. Weißt du, sturköpfig, Doppelkopfschafe sind. Ich würde sagen, doppelt so sturköpfig wie normale Schafe. Ganz genau. Man kriegt sie einfach nicht in Bewegung. Oder schreckt ein Kopf. Ein Kopf frisst, aber der andere beobachtet dich die ganze Zeit. Aber du hast es ja geschafft, sonst wärst du noch nicht wieder hier, so wie ich dich kenne. Stimmt. Ich wusste weder ein noch aus. Stell dir vor, du hättest gegen 100, vielleicht 1000 Monster gekämpft. Und dann scheiterst du bei diesen dämlichen Schafen. Das klingt ungeheuer niederschmetternd. Das war's auch, glaub mir. Aber ich hatte Glück und jemand kam mir zu Hilfe. Ein anderer Abenteurerin bekam mit, wie ich mich abkämpfte und ging mir mit ihrer Erfahrung zur Hand. Oder besser gesagt, eine ehemalige Abenteurerin. So. Sie hat ziemlich auf diese Bezeichnung bestanden. Eine Art astrales Flossenvolk hat scheinbar vor einiger Zeit einen Arm verloren. Oh nein. Jedenfalls die Schafe. Sie sagte mir, dass es eine todsichere Möglichkeit gibt, ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu erhaschen. Rate mal, was für ein magisches Werkzeug das ist. Ich habe keine. Oh, da ist sie ja. Und wahrscheinlich ist sie das. Clever. Oder Clay, wie man auch sagt. Da gingen die Viecher total drauf ab. Muss aber Mortal Clay sein. Ihn oder zwei davon. Und die machen, was er will. Aber wer mit Erfahrung wird das wissen, gestern denn? Kennt ihr euch? Flüchtig. Ha, dann mach mal weiter einen auf geheimnisvoll. Ich wollte ihr einen ausgeben als Dank für ihre Hilfe. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr beste Freunde seid. Beste Freund? Da irrst du dich, Jade. So wen würde ich mich mir doch nicht anlachen. Ich habe noch einen Geschmack. Das war gemein, Una. Denk an meine Gefühle. Tut mich bei leid, Gastudin. Entschuldigung angenommen. Wo wir schon so nett schnacken, wie ist denn dein Gesöff so schmar? Du hast ja schon immer gut
mit allem möglichen rumgeplödert. Und jetzt machst du damit deine Groschen? Allerdings, ich glaube, ich habe den Dreh mittlerweile raus. Was wartest du denn noch? Sag mal, dein alter Rivale hier hat Durst. Was für meine Energie wäre gut? Die Schnappe haben mich bei einer Schmühle bekommen. Und ich fühle mich nicht so gern stark. Alles klar. Dann zeig mal, was du kannst. Keine Sorge, sie sieht vielleicht nicht so aus, aber Drinks mixen kann sie. Das glaube ich dir aufs Wort. Das sehe ich als Kompliment. So etwas mit viel Stärke. Denken wir mal den Tropenpunch im Angebot. Der Matrosenmatt ist aber auch nicht schlecht. Wenn ich mal mit da noch ein bisschen hast, geht das vielleicht diesmal. Charisma Plus, ja, das könnte. Müssen wir ein bisschen ausgleichen, aber vielleicht, dass wir hier schon den Plus haben. Und hier. Jetzt nur einmal Schild. Zweimal Schild. Und dreimal Stärke. Ist das kein Matrosenmarkt? Ach, ein weniger. Ein bisschen verguckt. Ein. So ein bisschen stärker. Matrosenmaß. Maß. Mit extra Hast. Donnerlütschnik. Schmeckt es? Jetzt halt mal einen Ball flach. Du musst dich nicht zurückhalten. Gib einfach zu, dass ich besser gewohnt bin. Jade meinte, du wärst jetzt im Ruhestand, Una. Hast du auf deine alten Tage genug Abenteuer erlebt? Das ist richtig. Aber will mit dem ganzen Krabbes nichts mehr zu tun haben. Ich hab für 2 Leben genug gewagt. Und trotzdem hast du Jade unter die Arme gegriffen? Hast du schon mal auf ein Doppelkopfschaf aufpassen müssen? Sag mal. Bisher nicht. Da hast du aber Glück gehabt. Kannst du laut sagen, du. Ich könnte nicht zusehen, wie sich die Lütte hier mir den Schafspacken tat. Das war aber eine Ausnahme. Hat die Bäuerin angemessen bezahlt? Nach dem Trick mit dem Morgentunkel, meine ich? Definitiv. Sie war so dankbar, dass sie uns beide großzügig entlohnt hat. Freut mich zu hören. Sie hat uns sogar einen Edelstein gegeben, die sie angeblich auf ihrem Feld gefunden hat. Aber ich bin eine Malida. Edelsteine sind für mich nicht besonders wertvoll.
Und ich bin im Ruhestand, da sind mir Reichtümer egal, nicht? Also dachten wir, wir geben sie dir. Aber ich würde dieser eingebildeten blonden Drachenpriesterin davon nichts sagen. Wenn ich du wäre, das klingt irgendwie ziemlich nach Blasphemie. Und für so ein falscher Zitrin. Mhm. Solche Edelsteine. Heilige Edelsteine. Das ist in der Tat leicht blasphemisch. Aber weißt du genau, was ich damit machen werde? Aber ich weiß genau, was ich damit machen werde. Vielen Dank. Keine Ursache. So, sind wir hier fertig? Dann kann ich ja wieder auf den Rest der alten Tage stricken gehen. Hab den Haken hier nicht für nix, nicht? Und ich kann damit auch Kinders beim Kartenspielen abziehen. Kartenfunktion freigeschaltet, Una. Hab schon seit 40 Jahren kein Spiel mehr verloren. Das ist bemerkenswert. Oder unmöglich, wenn man fair spielt. So oder so, deine Glückssträhne endet heute mit mir. Ich habe auch seit mindestens 10 Jahren kein Spiel mehr verloren. Du willst mich also herausfordern, Ida? Und ob ich das will. Und wer verliert, zahlt die nächste Runde. So mach ich das. Mir gefällt, wie du denkst, Tigerin. Aber flenn nicht rum, wenn ich dich auseinandernehme. Und wovon träumst du nachts? Pass auf, Una. Wieso das denn? Hast du Angst, dass ich verlieren könnte? Sag mal. Ich weiß, dass Jade kein Neuling im Betrügen ist. Ich habe zahlreiche Söldner gegen sie verlieren sehen. Sag mal, glaubst du, ich werde tödlich auf meine alten Tage? Das wird eine einfache Sache, sag ich dir. Deine Alterspension genug für 2 Trainingsjahre, Una? Ihr wisst, dass ich euch hören kann, oder? Willst du einen Rückzieher machen? Ha! Nicht im Traum! Anmut und Trauer. Aha. Wen haben wir hier? Hallo. Innkeeper. Ich bin zurückgekehrt. Willkommen zurück, Madame Anwar, und dieser tapfere Abenteurer hier heißt Claymore. Er hat mir unerwartet bei meiner Queste geleistet. Freut mich zu hören. Vielen Dank im Namen von der Welt. Natürlich, vielen Dank im Namen der Welt, Herr Clay. Clay reicht. Ist alles in Ordnung, Clay? Ja, ich bin nur ein wenig traurig, aber das ist schon okay. Nicht jeder Tag ist voller Sonnenschein und Frettchen. Das stimmt, hier gibt es leider nicht viele Frettchen. Tut mir leid. Er wird schon wieder. Die erste Quest ist manchmal einfach ein bisschen viel. Es ist nicht meine erste Quest. Ich mag einfach nur nicht gerne kämpfen. Du warst enorm gut daran. Das weiß ich, aber ich finde es schöner, wenn man am Ende alle Freunde sind. Man kann mit dem Bösen nicht diskutieren. Nicht alle, mit denen du dich nicht verstehst, sind böse. Weise Worte.
kann ich euch einen Drink anbieten, dafür, dass ihr mir von eurem Abenteuer erzählt? Das klingt fair. Clay, was würde denn Laune jetzt heben? Ich weiß nicht. Wie wäre es mit einem Drink mit Zutaten? Du siehst ziemlich stark aus. Wie wäre es mit einem mit etwas für deine Muskeln? Das klingt gut. Das nehme ich. Einen Moment. Stärke für den starken Typ. Da muss doch der Tropenpunch her. Was sonst? So, hier wird Stärke von Schild noch ein bisschen verstärkt. Nehmen wir noch eine Chili mit dazu als Infusion. So ein Tröpfchen Intelligenz reinpacken. Kann auch nicht schaden. Ups. Davon nichts. Und etwas Charisma. Ein Tropenpunch. Probier das mal. Ich glaube, es könnte ein guter Ersatz für die Frettchen sein. Das schmeckt stark und magisch. Aber es ist nicht so weich wie das Pelz eines Frettchens. Aber es gefällt mir. Ich muss mir das für nächstes Mal merken. Wie heißt das? Keine Sorge. Ich erinnere mich für dich dran. Danke. Also, Madame Anwar, was hättet ihr gerne? Ich brauche etwas flüssige Wachsamkeit. Sogar hier drinnen ist es wichtig, die Augen aufzuhalten. Hier drinnen solltet ihr euch lieber entspannen. Denkt ihr nicht? Nein. Also gut, dann werde ich euch bei eurer heiligen Mission assistieren, nicht im Stehen einzuschlafen. Okay, die Kristalle haben wir noch nicht. Doch ein bisschen wild gewesen, ihr den hier so einen Ring zu mixen. So, welchen hat man denn für sie? Ein Eisschnee oder ein. Nehmen wir einen Eisschnee. Für die eisige Klerikerin. Okay, was gibt's hier? Sind Bonus, da Minus. Was können wir machen? Eiszapfen rein. Mir ist gerade erst aufgefallen, dass das wirklich so Eiszapfen. Tanzzapfen mit Eis. Eiszapfen. Sehr schön. Ich habe diesen wunderschönen Joke dadurch verloren, dass ich darüber geredet habe. Dass ich ihn erklärt habe. Etwas flüssige Wachsamkeit, verdünnt mit einigen köstlichen Geheimzutaten. Wohl bekommt's. Hier ist ja heute in diesem Part einiges los. Etwas weniger verdünnt wäre gut. Aber du hast recht, es ist köstlich. Freut mich zu hören. Nun, ich glaube, ihr habt euch eine Geschichte verdient. Ich bitte darum. Clay, möchtest du anfangen? Bitte nicht. Ich habe die falsche Stimme für ihn gewählt. Nein, du zuerst. Ich habe deine ganzen Nachforschungen verpasst. Das ist wohl richtig. Also dann, wie ihr bereits wisst, wollte ich meine Nachforschung direkt hier in Senef beginnen. Genau gesagt, am gefallenen Westtor.
ein ziemlich deprimierender Anblick. Ich hörte davon. Ich vermute, Melina hat oder dieser Vampir haben euch über den Stand ihrer Ermittlungen informiert. Beide, tatsächlich. Aber Melly war wesentlich detaillierter. Vor allem über die Wildfeuerdachse. Ja, ist wieder närrisch, mir hinterher zu schleichen. Aber ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich auch. Unglücklicherweise konnte ich den Durcheinander nichts von Wert finden. Aber dank eurer Gerüchte hatte ich immerhin eine Spur, der ich folgen konnte. Die Prophezeiung des Magiers führte mich nach Delver. Oder besser gesagt, die verlassene Insel oder Schönwettring. Der Name ändert sich, je nachdem, wie man fragt. Ich wusste nicht, dass es so viele Namen hat. Ich nenne diese Gegend immer die Kelpie-Insel. Warum das? Weil sie wie ein Kelpie geformt ist. Es ist vermutlich am cleversten. Kelpie-Insel oder Schönwettringen, der Name ist ehrlich gesagt egal. Die lokale Feensiedlung war wesentlich interessanter. Sie leben in dem gewaltigen Mammutbaum, der ihr Portal nach Evelyn beherbergt. Das Portal ist in dem Baum? Genau, mitten im Stamm. Sie nennen ihn den Baum des Horizonts. Ein wunderschöner Anblick. Die Feen waren nicht so hilfreich, wie ich gehofft hatte. Sie schienen den Ernst der Lage nicht zu begreifen. Stattdessen versuchten sie mir ihren Müll anzudrehen. Sprachen die ganze Zeit davon, dass ich unbedingt eines ihres Amulette aus Bucheckern benötigen würde. Als ich eines davon genau untersuchte, die Magie darin war so chaotisch, dass ich mich nie auf sie konzentrieren konnte. Alles, was ich davon hatte, waren fürchterliche Kopfschmerzen. So schlug ich dieses Angebot aus. Klingt, als hätte ich eine Betrugsmasche durchschaut. Oder ein hübsches Amulett ausgeschlagen. Betrug klingt wahrscheinlich, ja. Ist es auch. Bucheckern werden höchstens in kulinarischer Magie genutzt. Aber sie geben gute Eiswürfel ab. Hast du welche? Momentan nicht, tut mir leid. Mir ist es lieber so. Jedenfalls, als ich ihr Angebot ausschlug, nannten sie mich schlimmer als einen astralen Buckelwahl. Als ich sie fragte, was das bedeuten sollte, erklärten sie mir, dass ein solcher Wahl vor einigen Tagen eines ihrer Sphärenlager zerstört hatte. Und dass es noch viel schlimmer wäre, als ich ihr großzügiges Angebot ausgeschlagen hätte. Sie wollten sich nicht weiter dazu äußern, aber ich hatte, was ich wollte. Das waren keine Buchrechnungen, schätze ich. Nein, aber ein Hinweis darauf, dass etwas Böses in letzter Zeit für Unruhe gesorgt hatte. Und selbst wenn es nichts mit den fernen Sternen zu tun hatte, diese Kreatur war eindeutig in der Gefahr. Jedenfalls, als ich ihr Angebot ausschlug, nannten sie mich schlimmer als ein astralen Buckelwahl. Ist das nicht eigentlich ihr Dialog? Das ist und eine Wiederholung? Natürlich nicht. Eine solche Kreatur im Ozean zu finden, wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist doch irgendwas an den Dialog vertauscht, oder? Natürlich, das weiß ich doch. Aber sie
kann mit einem himmlischen Ritual der Beschwörung gerufen werden. Und ihr könnt ein solches Ritual ausführen. Selbstverständlich. Also begab ich mich bei Anbruch der Nacht zum Schalenstrand, um dieses Ritual vorzubereiten. Ich will eure Methoden nicht in Frage stellen, aber wenn ihr eine astrale Kreatur beschwören würdet, um Antworten zu bekommen, hättet ihr nicht stattdessen Cassiopeia beschwören können? Wenn irgendjemand wissen würde, was hier passiert, dann sie oder nicht? Habt ihr den Verstand verloren, einen Drachen zu beschwören? Die Wächter haben ein Eid strikter Neutralität geschworen. Sie mischen sich nie in die Angelegenheiten der Sterblichen ein. Ihre Kraft ist so gewaltig, dass sie das kosmische Gleichgewicht ins Chaos stürzen würde, wenn sie sie einsetzen würde. Natürlich, tut mir leid, ganz vergessen. Euch sei verziehen. Leider verlief mein Ritual nicht so, wie ich es mir ausgemalt hätte. Ich konnte keine Schlimmerschatten finden, also musste ich nach anderen Muscheln als Ersatz nehmen. Doch das schwächte die schützende Kräfte des Quarz. Mir war bewusst, dass das bedeutete, dass der Wal den von mir gezogenen Schutzkreis durchbrechen könnte. Aber manchmal sind Risiken unvermeidlich. Ihr hättet warten können, bis neue Muscheln angeschwemmt wurden. Dazu fehlte mir die Zeit. Und die Idee. Ich war bereit zu kämpfen, nach anderen Lösungen zu suchen. Dann wäre Zeitverschwendung gewesen. Und abgesehen von dem leichten Mangel an Schutz, ging das Ritual ohne Probleme vonstatten. Die Muscheln zu verbrennen, hätte normalerweise meine Hände versenkt. Doch glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt feuerfest. Wie praktisch. Als die letzte Muschelschale verbrannte, erschien ein kolossaler astraler Buckelwal, getragen von einer Wolke aus Dunkelheit. Normalerweise wären astrale Buckelwale von Sternen begleitet. Also ein Stern war dabei. In der Tat, der Wal war sogar noch größer als ich erwartet hatte, beinahe so gewaltig wie der Baum des Horizonts. Und in seinem Bauch ruhte eine Sonne, der einzige Stern, dessen Glanz nicht ausgelöscht wurde, mitten in seinem Bauch. Das klingt wunderschön. Nein, es klingt ausgesprochen gefährlich. Das Wesen war verrückt von dem Moment an, in dem es sich vollständig materialisierte. Ich hatte eine gewisse Aggressivität, zwar erwartet, doch es zögerte nicht eine Sekunde, mich anzugreifen. Es klingt nach einem sehr wütenden Wal. Oder einem sehr verletzten.